Voraussetzungen dafür, damit man ein Projekt gut machen kann. Das eine ist, ich muss das Sujet mögen, ich muss den Stoff mögen. Das zweite ist, ich muss die Leute mögen, mit denen ich das mache. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich mich selbst ihnen öffnen muss in diesem Prozess. Ich muss mich selbst ganz aufmachen, ganz weich machen, dass die das Gefühl haben, ah, was er von uns verlangt, macht er auch selber. Ich finde, man lernt ganz andere Seiten an sich kennen und zum Beispiel spielt eine Rolle, die eigentlich gar nicht ich bin im wirklichen Leben, aber man kann diese Seite trotzdem an sich ausleben. Am Anfang proben wir erstmal ganz neutral. Jeder muss mal alles ausprobieren. Dann siehst du relativ schnell, wie die Leute drauf sind. Und dann suchst du für jede einzelne Mitspielerin, für jeden einzelnen Mitspieler, suchst du einen kleinen Punkt von Herausforderungen. Ich entdecke mich neu. Und ich dachte, dass ich eigentlich schon so einiges verinnerlicht habe, aber es hört niemals auf. Also so, dass du Unterstützung gibst, dass trotzdem ist das Gefühl für sie da, ich bin Teil des Ganzen, ich kann einen sinnvollen Beitrag dazu leisten, es gibt nichts Schlechtes, ich bewerte nicht, oh, das ist jetzt aber ganz mies, was du machst oder so, das interessiert mich alles überhaupt nicht, weil ich kann nicht auf das gucken, was sie nicht können. Also dies ist, muss ich sagen, eine besondere Gruppe. Also mit dieser Gruppe zu arbeiten, ist sehr, sehr produktiv. Ja, das zeigen sich natürlich manchmal in so Probenprozesse Sachen, die sie nicht unbedingt zeigen wollten. Mhm. Dieser Prozess muss deswegen geschützt sein, dass die Erfahrungen machen, wo sie merken, oh, so ist das. Ich habe mich getraut, habe das gemacht und so. Und das bleibt ja. Sehr, wenn die Liebesszene machen, werden die Leute ergriffen sein.